Gut, dann verlassen, ja. So, geht er denn vielleicht jetzt? Was heißt jetzt? Laut Fiebel ist das hier ein Flugschnabeltierei. Cool, genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Juhu! Okay, was hast du zu diesem Screen zu sagen? Ich glaube, wir müssen... An diesen Screen habe ich sehr schöne Erinnerungen, und zwar eigentlich an das komplette Team. Ich sehe, wenn ich diesen Screen angucke, sehe ich das komplette Team, und jeder hat so seinen Beitrag dazu gegeben. Und zwar war das ja noch das Team von vor, schieß mich tot, vielen Jahren. Natürlich sehe ich den Micha da drin, der halt irgendwie den Hintergrund gezeichnet habe. Ich sehe halt die Animatoren, die Skripter, die das gemacht haben. Aber ich sehe auch ein paar Gestalten in diesem Screen auftauchen, die sich herausgetan haben, die normalerweise gar nicht in dieser Rolle für ein Projekt arbeiten. Zum Beispiel erkenne ich dort den Dome, der leider auch schon länger nicht mehr bei uns arbeitet, aber damals war er im Marketing bei uns und einer der ersten Dedelics in der Marketingabteilung und seines Zeichens auch der Cousin von dem Marco Hüllen, der uns lange Jahre begleitet hat im Marketing und halt auch immer die bescheuertsten Ideen hatte, von denen man die meisten tatsächlich nicht für ein Spiel verwenden wollte, wenn man keinen Ärger mit der Polizei haben wollte. Aber er sagte, Woki, du musst einen Schnabeltiertrapper machen. Dann habe ich einen Schnabeltiertrapper gemacht. Er sagt, ich will einen Schnabeltiertrapper. Als er gehört hat, wir machen was mit Schnabeltieren, wollte er auch einen Schnabeltiertrapper haben. Ich habe einen gemacht. Eine andere Personalie, die halt sonst sehr eng mit Deponia verknüpft ist, und zwar Vorturner für alle Animatoren Gunnar Bergmann, über lange Zeit Animation Lead auf Deponia, Animation Lead bei Harveys Neue Augen, über lange Zeit auch nur deswegen, weil von Zeit zu Zeit die Simone höchstpersönlich in ihrer sonst so diversifizierten Aufgabe als Art Direktress selber auch diesen Job mit übernommen hat. Aber immer wenn sie es nicht konnte zeitlich oder weil sie selber zeichnen wollte, hat es der Gunnar übernommen. Genau, der dann später im weiteren Verlauf gar nicht mehr selber gezeichnet hat, sondern eigentlich nur noch unsere ganzen Trainee-Animatoren oder aber auch Freelancer-Animatoren und so weiter versucht hat zu jonglieren und dazu zu bringen, die Animationen genauso zu machen, wie wir sie uns gedacht haben, wie sie die Skripte einbauen können. Der hat in diesem Screen eben einem Charakter mal wieder seine Stimme geliehen und ich muss ja sagen, dass tatsächlich Gunnar mittlerweile einer meiner Lieblingssprecher ist. Das haben wir mal ausprobiert seinerzeit. Oh, ist schon sehr lange her, dass das das erste Mal war. Ich glaube, das erste Mal, dass wir es gemacht haben, war sogar für irgendein Wimmelbildspiel. Möglicherweise für das Shakespeare-Wimmelbildspiel oder so. Aber seitdem tritt er immer wieder für irgendwelche Rollen bei uns auf. Er hat in Harveys Neue Augen auch gleich mehrere Rollen gespielt, die er auch alle sehr gut gespielt hat. Euch wird da noch Erinnerungen sein, zum Beispiel als der Polizist, der ja auch das Tutorial da macht. Eine hervorragende John Cleese-ige, überspitzte Stimme. Und hier ist er tatsächlich der Angestellte in dem Fastfood-Laden. Also eine meiner Lieblingsrollen. Der Typ, der halt irgendwie, weil es einfach auch eigentlich total inhaltlich ist, total unnötig, dass ich den Typen, mit dem sich Rupert hier unterhält, immer wieder in den Keller gehen lasse und sich halt dort mit dem Dämonen, dem Maxudo, unterhält. Hat er hervorragend gemacht. Oh, Herr der Finsternis. Also manchmal machst du mir richtig Angst, Herr der Finsternis. Hervorragend. Ach, guck mal, den Dialog haben wir schon. Okay, gehen wir runter. So, warte, wir gehen jetzt mal nach Bellevue, ein wichtiges Haus. Zum Ausguck. Und Hose halten wir's. In gehisstem Zustand ist das hier der höchste Punkt des Siedelgebiets. Aber so kann ich das Ei da nicht reinstecken. Es würde einfach auf der anderen Seite wieder rauskullern. Wir haben gerade nichts zum... Können wir das mit dem Köder? Was ich auch immer da reinstecke. Es würde einfach auf... Verflucht! Okay, wir brauchen irgendeine Kordel oder Faden. Wir haben auch keine Nadel dabei. Ich muss es ausprobieren. Finger weg von den Zierfischen. Ach, Menno. So? Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten oder wofür auch immer man sauber... Hey.
Okay. Nee, das haben wir noch nicht. Doch, das Restaurant-Minigame. Was sagt denn unser Zettel hier? Flugschaume ausbrüten. Mhm. So, warte. Dann sammeln wir erstmal die Eier ein. Hier ist eins. Aha. Fall, okay. Dafür, dass Deponia eigentlich so eine lebensfeindliche Welt ist, kreucht und fleucht doch sehr viel Getier auf diesem Planeten umher. Jetzt haben wir auch noch kleine Erdmännchen, die man mit einer Erdmännchenfalle am besten halt versuchen könnte einzufangen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich mag ja Minigames. Dieses ist wieder eines. Und fast schon als Analogie zum Teil 1 haben wir auch wieder eins mit einer Springerzugmechanik. Hier ziehen wir mal nicht selber wie ein Springer auf dem Schachbrett, aber das Erdmännchen bewegt sich so ähnlich. Das ist ein ganz leichtes Minigame, damit werdet ihr keine großen Probleme haben. Ich doch lieber wieder was über die Fauna von Deponia. Ja, was haben wir denn da nicht alles? Die Schnabeltiere natürlich, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Erdmännchen, Wombats, von Wombats wird geredet. Die halt quasi sowas wie Deponia-Ratten sind. Wir haben die eigentlich, wir zeigen die nirgendwo, oder? Es gibt nirgendwo wirklich Wombats zu sehen. Dabei sind Wombats auch so niedliche Tiere. Wenn ich jemals eine zweite Deponia-Trilogie mache, dann werden dort vermehrt Wombats auftreten. Okay. Wir nehmen uns mal das Ei. Also. Geht das, geht von da nach da. Hey, stehen geblieben. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Okay, wir legen hier mal den Stein drauf. Okay. Hm. Nehmen wir nicht das. Moment, wo ging der hin? Hier. Jetzt geht er nach da. Eins, zwei. Warte, kann man. Warte. Ein nach rechts. Ne, zwei nach unten, eins nach links. Zwei nach oben, eins nach rechts. Eins nach unten, zwei nach links. Warte. Ich muss mir das aufschreiben. Also, ich klicke das an. Zwei rechts, eins hoch. Zwei links, eins runter. Zwei rechts, eins hoch. Und jetzt haben wir zum Beispiel entweder eins hoch, zwei links oder zwei rechts, eins hoch. Zwei nach rechts und eins. Na, da hört sich doch. Hört doch alles auf. Dieser Mann will es. Schauen wir mal, was er da schaut. Und schädlich machen. Doch, Obacht, dumm ist dieses Schad hier nicht. Das Erdmännchen bewegt sich wie ein Springer auf dem Schachbrett, kann aber auch von Eckfeldern aus überall diagonal. Also es kann sich immer drei Felder sozusagen, zwei rechts, eins hoch oder zwei hoch, eins rechts und schräg. Da ist... Zwei runter. Rechts, eins runter. Oder eins runter zuerst.
Aber nicht einfach. So, von hier aus kann sich's auch diagonal. Ja, richtig. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Yippie! Jetzt haben wir ein Erdschnabeltier-Ei. Können wir das mit dem Ei? Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. So weit, so gut. Einmal mit... Okay, also... Dann gehen wir in den Hafen. Marktplatz, nach Klein-Venedig. Zum Waffenladen. Bodochs Werkstatt. Bodochs Werkstatt. In die Schleuse. Wir nehmen jetzt... Tu das in die Tiefkühltruhe. Na, wer ist denn das? Abubudubububu. Hab. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Okay, nimm das doch mit. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Sag das Rätsel. Ein Schnabeltier. Ja, genau. Aber ich muss sie doch bestimmt jetzt wieder aussetzen. Aber wie? Das... Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Cola? Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so an... Ah, warte, wir nehmen den... Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon... Mach's vielleicht die Fieb. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung. Komm, Schnabli. Na holla, so jung. Der Köder. Ich komme darauf zurück. Nee, er schafft es. Komm, Schnabli. Na so, komm. Oh. Na holla, so jung und schon so. Steht gerade so ein bisschen auf dem Schlauch schon wieder. Moment. Da ist nämlich noch ein Ei. Nur das Feuerschnabeltier-Ei habe ich jetzt noch nicht gefunden. Dieser Generator versorgt die Spelunke mit Strom. Ganz schön leicht, wo jeder x-beliebige... eine Erkenntnis bekommen. Probieren wir nochmal, den außer Kraft zu setzen. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Ah, nicht so. Das ist kein Schrott. Ja, Rondigero. Das ist kein Schrottverbrennung. Das ist kein Schrott. Ich wollte. Wir haben ein Wasserschnabeltier-Ei. Laut Fibel ist das hier ein Wasserschnabeltier-Ei. Tirili, meine Sammlung wächst. Wie war das denn mit den. Das ist Flug, Erd, uns fehlt noch das Feuerschnabeltier. Ja. Gefunden habe ich es schon mal. Jetzt muss ich es nur noch ausbrüten. Ach ja, das war das mit den Zebra-Zierfischen. Ich erinnere mich. Hm.
Was sagt er denn nochmal? Dieser Generator versorgt die Spelunke mit Strom. Ganz schön leichtsinnig, den hier draußen aufzubauen, wo jeder x-beliebige, wohlwollende Mitbürger dagegen treten, Bananen in den Auspuff stecken oder Zucker in den Tank schütten kann. Wir können da Zucker reinschütten. Ja, dann? Was passiert? Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ah ja, es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Ah, wir haben trotzdem noch den Zucker. Okay, was ist, wenn wir jetzt in die Spelunke gehen? Müsste duster sein, ne? Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Okay. Au. Oh. Autsch. Nichts passiert. Ja. Oh, guck mal. Wir hatten doch als Aufgabe, wenn ich mich da noch recht entsinne, Bosse Gondoliero. Turnierhahn? Nee, das ist egal. Nee, hier, Schrottkrabben auf den Gondoliero hetzen. Und können wir das jetzt mitnehmen? Jetzt schläft der Zwerg, ja? Und jetzt leise? Hab's. Okay, dann nach oben. Nach draußen. Der Dings geht wieder. Dann gehen wir hier unten hin. Und dann probieren wir nochmal die Stoßstange aus. Ancora? Stupido, stupido, ronzo idiota! Ach ja. Und. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Jetzt nehmen wir das. Packen das auf den Notenständer. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Das wird gut funktionieren. Marktplatz nach Klein-Venedig. Zum Waffenladen. Okay, jetzt reden wir nochmal mit Boso. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Können wir Poki anklicken? Warte. Eigentlich hat kein Dann benutzt das. Weil ich. Obwohl, theoretisch müssen wir hier noch hinkommen, ne? Ja, okay. Komm, dann machen wir das. Je, glaubst du? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals. Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Dieses Laserschwert, ne? Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Oh. Nicht schon wieder. Wie soll man denn... Also, ich... Raus, sofort! Oh, okay. Ah, stimmt. Die waren ja... ja, okay. Haben wir gleich.